Was bisher geschah? Der Protagonist Present befand sich im Kalos-Kraftwerk und musste sich um Team Flair kümmern. Dabei trat er sowohl in Doppelkämpfen als auch in einem Dreifachkampf an. Und zum Verdutzen aller Zuschauer hatte er sogar nahezu keine Probleme und konnte ohne Tod durch die Folge gehen. Doch über eine Szene müssen wir noch reden. Aeroptrix dazu bekommen, weil ich eine Trainerin klatschen musste, so gesehen. Present der Frauenschläger? Ich lass das mal unkommentiert. Nun wird sich der Protagonist in die Arena von Illumina City begeben. Wie wird er sich schlagen können? Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Neo X Randomizer Nuzlocke. Wir befinden uns hier immer noch im Kalos-Kraftwerk, haben das im letzten Part so gesehen abgeschlossen und können jetzt hier raus. Und ich habe einiges zu erzählen, denn im letzten Part gab es ja eine kleine Diskussion, die ich hier eröffnet habe. Denn was sollte ich denn mit dem Encounter machen, welchen ich ja so gesehen mehr oder minder verhauen habe? Den Rabigator-Encounter vor zwei Parts, nochmal kurz zur Erklärung. Ich bin vor zwei Parts auf die Route der Illumina-Steppe gegangen, also in die Wüste, und da kam dann eine Staubwolke mir entgegen, und in dem Moment, als ich in die Staubwolke reingegangen bin, habe ich bereits gesagt, dass es sehr gut sein kann, dass das Pokémon nicht gerandomized ist, ähnlich wie dieser Toxipet-Encounter und so weiter und so fort, den ich ja schon mal angesprochen habe, und deswegen dachte ich, okay, gut, dann wird es wahrscheinlich gerandomized sein. Das erste Pokémon, was dann aufgetaucht ist, kurz danach, war eben Rabigator. Das hat dann meine Annahme ein wenig bestätigt. Und so dachte ich dann den ganzen Part über, dass es nicht gerandomized wäre. Weil das einfach durch den Randomizer, also durch das Programm, was ich hier habe rüberlaufen lassen, nicht funktioniert. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es doch funktioniert hat und es gerandomized war. Und es mein Fehler war, so gesehen, weil ich es nicht nachgeschaut habe. So, und darüber möchte ich jetzt reden, was ich jetzt genau hier machen werde. Nebenbei, ich gehe jetzt hier noch zum Magnum Opus Palast, dann da habe ich auf jeden Fall noch safe einen Encounter, den ich mir jetzt holen werde. Ich werde mir noch vorher ein paar Bälle kaufen, denn ich möchte auf jeden Fall mir ein paar Encounter holen, weil unsere Box ist ja aktuell nicht gerade die beste, was das angeht. Naja, auf jeden Fall ist es dann eben so gewesen, dass ich das gedacht habe für den gesamten Part, und niemand in den Kommentaren meinte dann ja auch irgendwas oder hat da irgendwie groß den Gedanken gehabt, dass es vielleicht nicht so sein könnte. Ich habe dann aber kurze Zeit später nach dem Part mal nachgeschaut, ob es denn so war, also einen Tag später oder so, und habe dann herausgefunden, hey, es war nicht so, also die Encounter waren alle gerandomized und anscheinend geht das mit dem Randomizer doch bei den Staubwolken. Das war also so gesehen mein Fehler. Da habe ich jetzt die Frage an euch gegeben im letzten Part, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt hier mir trotzdem den Encounter hole, weil es ja so gesehen nicht die perfekte, also die Mechanik da nicht perfektioniert ist, so gesehen, und ich nicht immer weiß, wann, wo was gerandomized ist. Und in dem Moment war ich mir ziemlich sicher, okay, das ist nicht gerandomized, weil ergibt halt irgendwo Sinn, wenn dann erstmal ein Rabigator und dann ein Georock kommt. Und Vulpix war auch gar nicht mal so abwegig mit Dürre, und auch so ein Smogmog könnte man sich vielleicht auch noch denken. Aber ist ja auch nicht so wichtig, auf jeden Fall war das eben dann so mein Gedanke. Und ich habe dann eben herausgefunden, ja gut, es war halt nicht so. Und die meisten haben gesagt, ich solle mir trotzdem den Encounter holen, auch wenn ich diesen Fehler gemacht habe, so gesehen, denn ich hätte ja trotzdem im Part nachschauen können. Viele von denen meinten aber auch, dass das Ganze eher aus Mitleid, also man hat halt bemerkt, dass die meisten das eher aus Mitleid meinten, also gesagt hätten, haben, okay, du hast sowieso kaum Pokémon, ja komm, hol es dir doch einfach, so nach dem Motto. Aber so will ich ja nicht rangehen, ich will nicht aus Mitleid mir jetzt hier das Pokémon fangen, sondern ich will halt schauen, okay, wie ist es regeltechnisch okay. Und der Aussage, der ich zustimmen muss, ist halt auch irgendwo Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, so. Und die Aussage stimmt, ich hätte im Part nachschauen können, ich hätte mir Rabigator fangen können und danach immer noch austauschen können. Das war so gesehen mein Fehler. Ich bin der Meinung, dass die Aussage Dummheit schützt vor Strafe nicht, da trotzdem ein wenig übertrieben ist, was das angeht. Die habe ich ja auch mehrfach gelesen. Und ich würde nicht sagen, dass der Gedanke dumm war, den ich da hatte. Ich würde nicht sagen, dass es falsch war zu denken, oh, okay, man kann hier leider nicht angeln. Wo kann man denn hier angeln? Hier wurde irgendwie gesagt, dass ich irgendwo hier angeln kann. Ja, muss ich gleich mal suchen, wo das ist. Auf jeden Fall glaube ich nämlich nicht, dass das ein dummer Gedanke war, weil es ja schon in der Vergangenheit so war, dass manche Pokémon nicht gerandomized sind. Und bei den Staubwolken dachte ich mir, okay, vielleicht kann man einfach den Randomizer darauf nicht anwenden, weil es ja kein regulärer Encounter ist. Echantor nebenbei ist unser Encounter, das ist cool.
Hat mich echt enttäuscht schon mal. Jetzt bin ich total verwirrt. Aber nee, wir hatten es noch nie. Es kommt mir nur so vor, als hätten wir das schon mal gehabt. Na egal. Und ja, so gesehen würde ich sagen, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Die Aussage stimmt. Dummheit war es meiner Meinung nach nicht. Denn ich denke schon so ziemlich, dass dieser Gedanke nachvollziehbar gewesen wäre. Wenn ich jetzt für mich gespielt hätte, hätte ich sofort in die Dokumentation schauen können. Dadurch, dass ich aber das Ganze mit einer Aufnahme gemacht habe, da denkt man dann nicht, okay, gut, jetzt werde ich kurz cutten und dann kurz mal in die Dokumentation schauen, wenn man sich so sicher ist. Weil in dem Moment war ich mir halt fast schon hundertprozentig sicher, dass es eben andersherum ist, wie es eigentlich am Ende des Tages war. Und ja, das war trotzdem mein Fehler. Ich hatte die zwei Optionen, entweder nachschauen oder mir das Navigator einfach trotzdem fangen. Machst du nix, ist blöd gelaufen. Ich fand, wie gesagt, manche Aussagen diesbezüglich ein bisschen zu harsch. Also, dass ich da irgendwie... Also, ich bin ja selber sehr oft harsch zu mir, Hilfe, und sag zu mir, dass ich was Blödes gemacht habe oder einen Trolling-Move und was weiß ich nicht was. Manchmal suche ich auch unnötig Ausreden, ich weiß, das ist aber meistens eher in der Soul-Link, damit Timo nicht noch weiter übertreibt. Aber in diesem Projekt bin ich ja sehr ehrlich zu mir. Ich meine, allein der Vorspann ist ziemlich ehrlich, ne? Aber was das angeht, würde ich jetzt, wie gesagt, was anderes sagen. Aber ja, das ist so ziemlich das Thema. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich werde jetzt aber trotzdem den Lapras-Token, den ich ja noch habe, auf dieser Route machen. Denn es ist so, dass ich 4 Pokémon gesehen habe, das stimmt, aber auf dieser Route sind, glaube ich, 10 Pokémon oder so oder noch mehr. Es kann also sein, dass wir jetzt noch was ganz extrem Gutes oder was ganz extrem Schlechtes bekommen. Ich habe keine Ahnung. Wir kennen natürlich 4 Pokémon, aber ich persönlich finde das nicht schlimm, weil ich auch im Vorfeld gesagt habe, dass ich sehr wahrscheinlich den Encounter jetzt hier auf der Route machen werde. Und ja, deswegen werde ich das auch machen. Ich werde den Lapras-Token gleich hier auf der Route austauschen, nachdem ich hoffentlich dieses Echner toll gefangen habe, was irgendwie nicht in den Ball reingehen wird. Vielleicht sollte ich mal Hyperbälle anfangen zu werfen, wäre vielleicht auch eine gute Idee. Oder wir bekommen einfach den Lucky Catch, weil ich natürlich den A-Button in dem Moment gespammt habe und dann hat es natürlich geklappt, also war natürlich, ja, ne? Okay, gut, der Witz ist so langsam ein bisschen alt, wobei das auch im Vorfeld schon nicht witzig war, aber egal. Ja, nee, so viel also dazu, Lapras Token wird jetzt ja auch gleich ausgetauscht und wir haben ein Echnatoll und dieses Echnatoll benennen wir nach Rodeo Girl. Ich habe einfach mal nachgeschaut und soweit ich weiß, haben wir nämlich Rodeo Girl noch nicht benannt und sie ist auch mal sehr aktiv in den Kommentaren und deswegen haben wir jetzt hier Rodeo Girl namens Echnatoll, was auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Pokémon ist. Natürlich auch wieder etwas defensiver, aber auch in der Offensive kann Echnatoll einiges austeilen. Also mal schauen, wie uns das helfen wird. Generell muss ich schauen, wie ich jetzt mein Team für die Arena anpassen werde. Denn ja, ich habe halt die Flug-Pokémon auch noch in meinem Team. Ich weiß, Pudox ist kein Flug-Pokémon. Ich habe im letzten Part einen Fehler gemacht. Ich weiß, ich war mal wieder, also ja doch, da war ich so ziemlich Brain AFK. Beziehungsweise eigentlich wusste ich einfach gar nicht, dass Pudox gar nicht vom Dingens-Typus ist, Moment, dahin müssen wir, gar nicht vom Flugtypus ist. Weil ich dachte halt, genauso wie die anderen ganzen Käfer-Pokémon, Käfer-Flug-Pokémon wie Vivillon und so weiter, dass Pudox ebenfalls vom Flugtypus ist. Aber anscheinend nicht. Was ganz cool ist, weil für die nächste Arena ist somit Pudox noch besser zu gebrauchen. Und ja, mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant, die Elektro-Arena. Ich muss halt jetzt wirklich stark aufpassen. Wir haben halt nicht mehr so viele Encounter zwischen den nächsten Arenen. Ich meine, wir haben dann ja die Romantia-City-Arena, die auch bald kommt nach der Illumina-Arena. Und jetzt muss ich erstmal irgendwie in eine Staubwolke reingehen. Ich frage mich nur, ob ich mit was anderem leade. Nee, Dazzle sollte okay sein. Wobei, Dazzle bekommt genügend Erfahrungspunkte und man bekommt ja auch durchs Fang Erfahrungspunkte. Also packe ich mal, komm, Garter nach vorne. Das sollte okay sein. Und dann schauen wir einfach mal, was wir jetzt hier in dieser Staubwolke bekommen. Vielleicht eine Überraschung, was auch ganz cool wäre. Wir bekommen Gravigator. Also, Gravigator will unbedingt in mein Team. Ich weiß, wir kannten den Encounter jetzt schon. Die große Überraschung ist es jetzt nicht mehr. Aber ja, wir haben jetzt Gravigator hier. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Denn ja, letztendlich haben ja auch viele gesagt, okay, du kannst noch einen Encounter auf der Route, also du darfst den zweiten Encounter auf der Route holen, dann aber möglichst Rabigator wieder fangen. Und ja, jetzt kommt so gesehen auch dazu, nur dass ich jetzt hier den Lapras-Token für Rabigator austausche. Und jetzt muss ich gerade nur überlegen, wie ich dieses Ding schwächen soll. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Das ist nämlich ein bisschen sehr schwierig. Ich könnte in Klaus gehen oder in Dazzle. Ja, Klaus sollte aber, glaube ich, hier ganz gut sein. Da sollte ich die Hits ganz gut tanken. Und ich meine, mad bin ich auf jeden Fall nicht. Ich fand ja auch Rabigator im Vorfeld schon cool. Natürlich ist jetzt blöd, dass die Überraschung so ein bisschen fehlt. Aber ich glaube,
Gravigator wäre schon ganz hilfreich für die nächste Arena, bevor wir jetzt hier komplett irgendwie demnächst verlieren, was ja gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, weil, ja, so viele Pokémon haben wir nicht und wenn uns jetzt immer bei jedem Arenaleiter irgendwie 2, 3 Pokémon wegsterben, dann gibt's da demnächst ein kleines, aber feines Problem. Aber ich wollte, wie gesagt, jetzt auch nicht extra Gravigator holen, nur damit ich da keine Probleme habe in der Arena. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht eine Pity-Party irgendwie haben oder so, weil ich halt aktuell nicht so gut dran bin, was den Encounter angeht und weil der Hack an und für sich schwer ist und Eisenschädel reicht aus. Gut. So viel dazu. Wir haben weder einen Lapras-Encounter, noch haben wir jetzt hier Gravigator gefangen. Anton wäre hier auf der Route gewesen. Nice. Ah, Leute, was darf ich mir jetzt bloß anhören? Hätte ich das besser spielen dürfen können? Ja, ja, wahrscheinlich. Plus 2, ich hätte vielleicht darüber nachdenken sollen. Plus 2, Eisenschädel. Ah, da freue ich mich natürlich auf die Kommentare, nachdem ich jetzt hier den gesamten Part das Ganze erklärt habe, mit dem Lapras-Encounter und was weiß ich nicht was, und am Ende des Tages bekomme ich hier gar keinen Encounter. Ah, das wird schön. Ja. ich habe gerade keine Worte dafür. Ich habe gerade echt keine Worte dafür. Das ist gerade einfach unglaublich. Das ist gerade wirklich unglaublich. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm. Ich... Ja, das war jetzt Dummheit. Das war jetzt Dummheit. Ja doch, das gebe ich zu. Das hätte ich auf jeden Fall besser machen dürfen. Mit dem Eisenschädel. So, wie komme ich jetzt überhaupt von dieser Wüste hier runter? Die Wüste ist gerade super nervig, auch mit dem Wind und so weiter. Ich hasse diese Wüste. Es ist so eine nervige Route und ich weiß gerade nicht, wie ich von dieser Wüste, oder von dieser Route, nicht von dieser Wüste, von dieser Route runterkomme, beziehungsweise aus dieser Wüste rauskomme. Ha, Mann, Leute, das ist doch... Ich habe keine Worte dafür. Ich kann es nicht in Worte fassen. Nee, komm, ich möchte hier nicht in weitere Staubwolken gehen. Bitte lass mich in Ruhe, bitte lass mich einfach in Ruhe. So jetzt, wo ist der Ausgang? Ich möchte doch hier einfach raus und ich kann mich kaum bewegen, weil dieser Wind so stark ist. Okay, jetzt bin ich hier draußen. Okay, da kommt AZ. Das war das Gedöns. Ja, ich dachte halt, dass wir schon sehen, wie AZ gefangen genommen wurde und so weiter. Aber stimmt, erstmal kommt natürlich das Blumen-Pokémon und bla bla bla. Aber ja, AZ ist ein cooler Charakter und ziemlich groß. Wirklich sehr, sehr groß. Ich frage mich, wie groß er sein muss. Also jetzt hier in der Pokémon-Welt ist der... Also ich glaube, Kalem, also der Protagonist, ist ja bestimmt irgendwie jetzt hier 1,60, 1,50. Und AZ sieht halt doppelt so groß ausgefühlt. Das heißt, er müsste dann ja schon ein bisschen größer sein, der AZ. Und ein bisschen größer als der größte Mensch der Welt. Und da ist die Frage, ob das in der Pokémon-Welt normal ist. Keine Ahnung. Wen interessiert das, um ehrlich zu sein? Eigentlich niemanden. Ich versuche nur irgendwie von dem Gedanken wegzukommen, dass ich jetzt gerade Gravigator weggeworfen habe. Aber ist okay. Wir werden die Illumina City Arena schon so oder so irgendwie rocken. Oder, Jungs? Ihr habt doch auch Vertrauen in mich, oder? Und Mädels natürlich hier immer inklusiv bleiben, weil ich hier ganz oft nur oder Jungs sage. Moment, ich will doch gar nicht zum Prismaturm. Ich will erstmal mich aufheilen, Leute. Bitte, Sander, könntest du mal einmal aufhören, so nervig zu sein? Das ist doch einfach mal, lass es doch einfach, bitte. Aber wobei, da ist auch ein Pokémon Center. Okay, never mind. Dann tut es mir leid, Sander, du bist super. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bist du trotzdem sehr nervig. Aber immerhin ist hier ein Pokémon Center. Und das nehmen wir doch gerne. Denn, ja, ein bisschen aufheilen geht immer. Wobei, habe ich überhaupt Schaden genommen auf mein Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube, ein bisschen auf Tentantel. Ach, Mann. Egal, gut, wir schauen jetzt nach vorne. Jetzt seid ihr hoffentlich alle glücklich. Alle, ne, eigentlich ist jetzt wahrscheinlich niemand wirklich glücklich. Sowohl die Leute, die dafür und auch dagegen hier argumentiert haben, denken sich jetzt alle so, Alter. Wirklich, wirklich present? Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann es verstehen. Ich kann es total verstehen. Das im vorletzten Part war keine Dummheit. Das hier, das war Dummheit. Das mit Angeberei, ja, egal. Okay, ich möchte noch irgendwas Positives ansprechen, damit die Kommentare nicht nur damit geflutet werden, weil... Ich habe auch gerne mal was Positives, was ich in den Kommentaren lesen darf. Nicht nur, Alter, du bist so schlecht, present. Kann auch gerne Kritik sein, ist immer okay, aber manchmal... Nee, ist alles gut. Also, wie gesagt, ich genieße ja die Kommentare in letzter Zeit sehr. Ich habe das ja jetzt oft genug angesprochen und finde das halt wirklich richtig, richtig schön, auch wie viele Kommentare reinkommen, wie viele neue Leute eben kommentieren und bedanke mich jedes Mal und ich weiß, ich bedanke mich ja zu oft, aber
Ich finde persönlich, dass man sich niemals zu oft bedanken kann und auch niemals zu oft bedanken. Doch, man sollte sich zu oft bedanken, das ist okay, aber dies zu oft gibt es meiner Meinung nach nicht. Also, man soll sich oft bedanken. Für jede Kleinigkeit sollte man dankbar sein im Leben. Und für diese Sachen bin ich halt super dankbar und werde es auch immer sein. Und wenn ich diese Dankbarkeit nicht ausstrahle, dann wäre das meiner Meinung nach falsch. Auch wenn es vielleicht manchen auf die Nerven geht, wenn ich tausendmal Danke sage und vielleicht für manche auch irgendwo den Wert verliert. Aber ich finde, ein einfaches Danke sollte niemals den Wert verlieren. Und tut es hoffentlich auch nicht. So, dich habe ich doch vorhin gesehen. Bla bla. Okay, warte, ich möchte aber noch nicht kämpfen. Kann ich erstmal kurz mein Team richtig aufstellen? Ob soll nicht speichern. Ich möchte erstmal mein Team richtig aufstellen. Ich werde nämlich auf jeden Fall Citro nicht hier in diesem Part machen, aber ich werde immerhin so ein bisschen gegen die Trainer davor kämpfen und dann im nächsten Part Citro machen, werde ich wahrscheinlich mein Team vorher neu aufstellen werde. Also echt toll werde ich auf jeden Fall reinpacken. Vielleicht auch hier Vonera. So, ich überlege gerade nur, ja komm, Schmolle ist okay, vielleicht Loni oder, nee, komm, Klaus und Schmolle sollten okay sein. Dann würde ich sagen, geht's jetzt hier zum Quiz. Na, gucken wir mal, was hier kommt. Hier kommt die Frage, okay. Das ist ein Pikachu. Welches Pokémon ist das? Emolga, Deden, Pikachu. Sprich den Trainer mit der Nummer an. Okay, dann sprechen wir mal den Typen hier an. Ich entscheide mich für Pikachu, denn alles andere wäre ein bisschen komisch. Und damit gibt es einen Kampf gegen Schüler Paulchen mit einem Doppelkampf. Okay, Reitschu und Elektroball. Das ist okay. Das ist definitiv okay. Ich sollte eigentlich auch einfach auf Erdbeben gehen können. Natürlich wäre es jetzt hier schön, die Flug-Boden-Kombi zu haben, dass ich eben auf Erdbeben gehe, während eben ich ein Flug-Pokémon draußen habe, welches, oder ein Pokémon, was schwebt, welches dann eben nicht vom Erdbeben getroffen wird. Geht natürlich ein bisschen schlecht, wenn wir in einer Elektro-Arena sind, das ist mir bewusst. Aber ich kann natürlich auf Schutzstacheln gehen, was ich tatsächlich auch mal machen werde. Schutzstacheln, go! Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine gute Kombination, die sollte ich öfter erfahren. Schutzstacheln plus Erdbeben, das ist schon echt schlau. Zauberschein sollte nicht so viel Schaden machen, sowohl auf Schmolle als natürlich auch auf Tentadel nicht, aber Tentadel ist ja jetzt sowieso, oh, Magnetflug, Tentadel ist ja sowieso jetzt geschützt in der Runde, aber Magnetflug ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, das hat mir natürlich das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht, hier ein Double KO, aber ich kann einfach mit Klaus in der nächsten Runde hier auf Blattgeißel gehen oder auf Holzgeweih und mit Schmolle kann ich auf Knirscher gehen, das sollte auf jeden Fall passen. Das ist, denke ich mal, okay, weil ja, doch. Ich denke mal nicht, dass Elektroball jetzt hier irgendwie eine starke Attacke gegen Klaus oder gegen Schmolle einsetzen kann. Holzgeweih, sollte das okay sein? Ich glaube auch, Holzgeweih sollte passen. Finale, ja, das war vielleicht zu erwarten, aber ich glaube, beide sollten das ganz gut tanken, ne? Schmolle, ja, pff, das ist ja gar nichts. Das ist ja, das esse ich zum Frühstück, eine finale Attacke, pff, also wirklich. War es damals so in den alten Gens, dass genauso wie bei Explosion auch bei Finale die Verteidigung irgendwie halbiert wird? Das war bei Explosion so, aber auch bei Finale? Also in Gen 6 natürlich nicht. Aber in den ersten Gens? Wie war das da? Das weiß ich tatsächlich nicht. Und ich weiß, dass ich durch diese Frage jetzt irgendwie bestimmt 20 Mal die Antwort in den Kommentaren haben werde. Also, falls ihr gerade das Video seht und schon ein paar Kommentare in den Kommentaren seht und bereits die Antwort auf die Sache mit der Finale wisst, also mit der Attacke Finale, dann könnt ihr einfach kurz erstmal reinschauen, ob irgendjemand anderes das geschrieben hat, dann weiß ich Bescheid. Auch wenn es natürlich nett ist, wenn ihr es mir generell schreibt. Also ich habe ja die Frage an euch gestellt, aber ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass die Frage ja dann nicht 30 Mal beantwortet werden muss. Solatiri ist, denke ich mal, hier ziemlich obvious. Alles andere wäre ja ein bisschen komisch, ne? Dann gucken wir mal. Gehe ich wieder mit Schmolle und Klaus ran? Ja, aber vorher sollte ich vielleicht auffallen. Das ist, denke ich mal, okay. Denn, ja doch, die Heilung nehme ich gerne. Ich meine, bei sowas geht das halt auch. Also da habe ich zum Beispiel jetzt kein großes Problem, wenn jetzt mir 20 Leute schreiben, okay, Finale funktioniert so und so, weil ich die Frage ja gestellt habe und ich jetzt nicht von jedem verlange, dass man vorher die Kommentare durchliest. Weil, ja, das muss man ja nicht machen. Aber, was ich, also zumindest in dem Fall, was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn man jemanden korrigiert, weil der irgendwas Falsches gemacht hat oder so, ich habe jetzt einen Hypertrank für 2 KP verwendet, weil der irgendwas Falsches gemacht hat oder anscheinend irgendwas Falsches gemacht hat und da korrigiert wird, aber es schon 30.000 Leute es vorher gemacht haben. Und ich teilweise sogar dann den Kommentar anpinne mit der Erklärung dafür, dass ich etwas falsch gemacht habe. Das war jetzt zum Beispiel letztens in der Souling so. Ich habe ja was im Layout falsch gemacht, habe das dann angepinnt in den Kommentar relativ schnell, nachdem ich das dann in den Kommentaren gelesen habe. Darüber bin ich erst darauf aufmerksam geworden. Aber
Danach stand es trotzdem noch 3000 Mal drin, obwohl man einfach nur den angepinnten Kommentar sich hätte durchlesen müssen. Gut, 3000 Mal ist natürlich übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Also sowas ist halt immer ganz hilfreich. Schaut euch zum Beispiel den angepinnten Kommentar an, falls es einen gibt, oder generell einfach mal kurz in die Kommentare. Vielleicht hat es ja schon irgendjemand angesprochen, denn dann, ja, dann muss ich nicht sowas 30 Mal lesen. Aber wie gesagt, ich finde das auch nicht so schlimm. Was ich vor allem noch etwas schlimmer finde, ist, wenn Leute mich falsch korrigieren. Also das finde ich halt, das triggert mich manchmal. Das muss ich jetzt mal kurz Real Talk machen, wie jetzt manche YouTuber sagen würden. Ich mag den Begriff Real Talk immer noch nicht. Ich hasse diesen Begriff wirklich, aber ich benutze ihn selber und es ist schrecklich. Aber nee, keine Ahnung, Real Talk hört sich so, egal. Wieso rante ich jetzt überhaupt über diesen Begriff? Ich möchte eigentlich gar nicht so viel ranten. Generell bin ich kein Typ, der viel rantet, aber heute dürfen wir auch mal ein bisschen einen kleinen Rant rauslassen. Nee, keine Ahnung. Was ich nämlich sagen wollte, was rede ich hier wieder? Sorry, Leute, es tut mir leid. Was wollte ich sagen? Und zwar wollte ich mich sagen, was mich ein bisschen triggert, ist die Sache, wenn, wie gesagt, Leute etwas falsch korrigieren. Das heißt, die sagen, hey, du hast das und das falsch gemacht. Obwohl das überhaupt nicht stimmt und die selber das mit vielleicht 2 Minuten Recherche hätten nachvollziehen können, dass es eben nicht stimmt, so, was die da sagen. Ich meine, korrigieren ist okay, aber ich meine, ich werde Lehrer, ich korrigiere Menschen viel zu oft, also ich bin ja selber so, das ist okay, wie gesagt, aber ich bin der Meinung, dass man trotzdem vorher nochmal sich vergewissern sollte, ob man es richtig korrigiert. Zumindest wenn man einen Kommentar schreibt. Wenn man in der Konversation ist, kann es natürlich mal passieren, dass man jemanden korrigiert und dann es falsch korrigiert. Ist natürlich auch jetzt nicht das Beste, aber es kann eben passieren. Dennoch, bei sowas wie, keine Ahnung, ich schreibe einen Kommentar, kann vorher nochmal recherchieren, ob ich überhaupt das Richtige sage. Dann sollte man das vielleicht auch mal kurz vorher machen. Damit man dann eben nichts Falsches sagt und dann im Nachhinein sagt, oh, upsi. Vor allem, manche schreiben das dann auch wirklich in so einem aggressiven Ton, so, Alter, du hast das richtig falsch gemacht, was weiß ich nicht was, du, Punkt, 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 oder was weiß ich nicht was. Das ist dann auch nochmal so die ärgste Form von dem Ganzen, aber ja. So, ich setze jetzt einen Hypertrank auf Pudox ein und ich hoffe mal, dass alles passt, was ich hier mache. Ich mache das gerade nur, weil ich Angst habe, dass hier vielleicht doch noch ein Flammenwurf von Zapplan kommen könnte, was ja gar nicht mal so unwahrscheinlich ist in diesem Hack. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Wechsel mit Schmolle. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wieso ich das gemacht habe. Und ich glaube, das war auch ganz schlau. Ich glaube, ja doch, doch, das war schon okay so, dass ich das gemacht habe. So, dann werde ich jetzt hier mal auf einen Hypertrank auf Schmolle gehen und dann mit Schmolle Felsgrab einsetzen. Ja, wobei, nicht Felsgrab, was mache ich hier? Ich mache was viel Schlaueres, ich gehe auf Käfergebrumm gegen Zapplerang und danach gehe ich auf Hypertrank mit Schmolle, um das erstmal wieder hochzuheilen, denn ich brauche auf jeden Fall die Heilung. Weil anders wird das hier aktuell so ein bisschen gefährlich mit diesem Zapplerang, weil das Ding ja auch in der Theorie eh sowas wie Gigasauger haben könnte. Das ist generell das Problem mit Zapplerang, das Ding kann so viel, da muss man sich vor sehr viel in Acht nehmen, aber er geht sowieso die ganze Zeit auf Ladungsstoß, vielleicht ist er ja sogar irgendwie Gewahlglas, könnte natürlich sein, aber dafür macht er mir ein bisschen zu wenig Schaden gegen Garter. Also ich glaube nicht, ich weiß es halt auch nicht, so. Dann werde ich jetzt hier nochmal sicherheitshalber eine Heilung auf Pudox einsetzen und natürlich auf Käfergebrumm gegen Zapplan gehen, denn man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, was jetzt hier noch so passiert. Eigentlich sollte Garter schneller sein, aber ich will mal kein Risiko eingehen, denn das wäre vielleicht ein bisschen blöd, ne? So, Käfergerungen kommen, Zapplan wird besiegt und damit sollte ich dann diesen Kampf besiegt haben. Dann weiß ich nicht, ob es noch einen Kampf gibt, bevor ich zu Citro komme. Das ist nämlich interessant zu wissen, ob ich jetzt überhaupt noch es machen möchte, selbst wenn ich es kann. Also selbst wenn es noch einen Kampf vor Citro gibt oder nicht. Weil ich finde das so ein bisschen gefährlich jetzt. Ja, ich weiß nicht. Der Kampf war schon ein bisschen tricky. Und es könnte nicht einfacher werden. Also es wird nicht einfacher, sagen wir es mal so. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Mal schauen. Werde ich gleich mal schauen, je nachdem. Ich bin mir gerade noch ein bisschen unsicher. Erstmal schauen wir, ha, die super coole Animation. Wir haben es richtig gemacht. Wer hätte das gedacht, dass das nicht Datiri ist? Niemand, leider. Niemand, definitiv nicht. Und jetzt ist die Frage, ob es noch eine Runde gibt oder nicht. Okay, es gibt noch eine Runde. Was soll ich denn jetzt hier machen? Also erstmal werde ich mich kurz hochheilen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal... Wo ist ein Feuerheiler? Habe ich gar keinen Feuerheiler? Doch, habe ich. Ich bin einfach blind. So, erstmal einen Feuerheiler einsetzen. Und dann werde ich einfach mal eine Sinelbeere hier einsetzen. Ja, komm. Noch eine Sinelbeere. Ach, ich habe gar keine Sinelbeere mehr. Nur eine Zitrobeere. Ja, komm. Dann setze ich auch die Zitrobeere ein. Denn ich glaube, ich werde sogar noch dann den Kampf hier machen, damit ich wirklich im nächsten Part einfach die Arena machen kann.
also die Arena fertig machen kann mit dem Arena-Leiter. Ich glaube, das ist okay. Ja gut, das ist Sodamak, das erkenne ich auch direkt. Dieser wunderschöne Affe, den natürlich jeder mag. So, und ich glaube, Sodamak war Nummer 3, oder? Ich habe es mir gar nicht durchgelesen. Da kann ich es mir nochmal durchlesen. An welcher Stelle war was? Kann ich mir das anschauen? Hier kommt die Frage, ja. Das ist Sodamak, das weiß ich. So, jetzt 1, 2 oder 3. Letzte Chance, vorbei. Wer kennt das noch? Wer kennt das noch? Ich hoffe, es gibt ja noch einige. Wobei es, glaube ich, mittlerweile sogar eine Neuauflage davon gibt. Dass mit diesen 1, 2 oder 3. Letzte Chance, vorbei. Ich weiß gar nicht, wie die Show überhaupt heißt. Heißt sie 1, 2 oder 3? Wirklich? Nee, oder? Die heißt doch bestimmt anders. Oder? Auf jeden Fall war das meine Kindheit. Unter anderem. Ich habe so viele Serien geschaut in meiner Kindheit, die ich alle super toll fand. Und das ist eigentlich auch nochmal ein Thema. Kindheitsserien. Aber dadurch, dass der Part jetzt hier nach diesem Kampf vorbei ist, der wahrscheinlich super schnell gehen wird, weil ich einfach aus Wanted KO'en kann, würde ich sogar sagen, dass ich das mal auf den nächsten Part verschiebe. Oder auf den übernächsten mal schauen, je nachdem, weil ich muss mich erstmal im nächsten Part ein bisschen auf den Citro-Kampf fokussieren. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denn sonst wird das doch ein bisschen problematisch, wenn ich versuche, ein Thema anzusprechen und dann werde ich dadurch so ein bisschen abgelenkt sein und dann mache ich Fehler und Fehler in einem Arena-Leiterkampf werden sehr, sehr schnell bestraft. Oder generell in diesem Hack, aber in Arena-Leiterkämpfen vor allem. Kämpfen erst recht. So, ich glaube, das war's, ne? Ich denke mal, es gibt noch eine Runde, was? Ja, komm, jetzt hauen wir auch nochmal eine vierte Runde raus. Komm, der Kampf ging viel zu schnell, dann können wir das auch noch machen. Das ist ein Smetbo, das erkenne ich doch auch, Mann. Ich bin doch hier First-Gen-Master. Oh, Smetbo, dann Vivillon und dann ein Motorpell, okay. Okay, was jetzt? Hinter welcher Dingens verbirgt sich Vivillon? Das ist die Nummer 1, das zweite. Nee, Moment. Nee, erstmal Smetbo, dann Vivillon, dann Motorpell. Das war die Nummer 2, so rum. Ja, ja, der Profi-Present hier mit den Quiz-Sachen hier, mit der Quiz-Show. 1, 2 oder 3, Alter, ich hätte hier einfach alle Preise abgeräumt. Oder was natürlich auch gab, ah, wie hieß das denn? Diese Toys R Us Show, wo dann Kinder einen Einkaufswagen oder so bekommen hatten und diesen dann befüllen durften mit jeglichen Spielzeugen. Und wenn sie es, ich glaube, innerhalb der Zeit geschafft haben, haben sie zum einen natürlich das im Einkaufswagen bekommen und zum anderen, glaube ich, noch irgendwie einen Extrapreis oder was weiß ich nicht was. Leute, ich habe mir immer als Kind das vorgestellt, wie ich dabei bin und das ebenfalls mache und wollte das immer selber machen, weil ich stelle mir das halt wirklich viel so ein Traum für Kinder vor. Es ist halt wirklich so ein kleiner Kindertraum, ne? Also Traum für Kinder. In so einem Spielzeugladen letztendlich einfach alles mitzunehmen, ohne auf irgendwas zu achten. Und das ist echt eine coole Sendung gewesen damals. Auf Super RTL war das ja, glaube ich. Ah, Leute, da die Kindheitserinnerung. Das war wirklich schön. Das war wirklich, wirklich schön. Da wäre ich gerade einfach glücklich, weil ich gerade wieder daran denke, wie ich als kleiner Presenter mit meinen paar Jährchen mir das angeschaut habe und immer mitgefiebert habe und auch gerne da hätte sein wollen. Aber egal. Genug in Erinnerung geschwelgt. Damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part unterhalten. Wie immer, Bewertungen, Kommentaren sehr gern gesehen. Ich hoffe, auch dieser kleine Rant-Teil dieses Videos, der ja jetzt auch nicht so übertrieben war, war okay für euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie immer, ja, egal. Bis zum nächsten Mal und ciao.